Moin Leute, herzlich willkommen. Ja, Weber sind wir ja noch nicht. Nee, wir wollen heute bewerten. Hier, damit ihr seht. Boom. Hatte Kalle verdient und da ich das, ich bin ja ganz ehrlich, auch die meiste Zeit vergesse. Ich finde, der Yogi hat für die Arbeit auch 5 Sterne verdient. Zack, damit ihr das seht, ne? Ich gebe es auch offen und echt zu, ich vergesse es auch oft. Aber damit ihr das jetzt seht, ist Svenny jetzt gemerkt. Ich habe auch direkt hier Werbung mit reingemerkt. Weil die letzten Male, als ich das immer gemacht habe, meinte YouTube, nee, das darfst du so nicht machen. Deswegen machen wir das heute so. Gibt es kein Gemecker, kein Geflöte, gar nichts. Gibt den Leuten 5 Sterne für diese tolle Arbeit, ist meine Meinung. Das ist aber auch meine persönliche Meinung. Ja, nicht, dass jetzt alle sagen, oh, Svenny hat gesagt, du musst. Nein, es ist meine persönliche Meinung, dass die beiden Maps 5 Sterne verdient haben. Ne? Muss man ja auch mal ganz ehrlich sagen. Und damit ihr nicht nur glaubt, ist Svenny, der sagt hat nur so, machen wir das halt zusammen. Ist doch ganz einfach. Kein Problem, oder? Ich habe jetzt nur Werbung reingemacht, weil ich dann definitiv unter dem Video Werbung wegen Markenerkennung mache und dann habe ich da auch keine Probleme. Ich glaube, weiß gar nicht, im LS17 war das so, ne? Dann bin ich im Mod-Hub oder irgendwo hingegangen und YouTube meint, ne, das darfst du nicht, weißt du? Da können wir auch Werbung machen. Ganz einfach. Mache ich ja sonst nie. Weil, muss ich ja auch nicht immer, oder? Aber ab und zu muss man das halt mal sein. Sagen wir, wie es ist. So gibt es auch keine Mecker von Ecker und... Kalle, auch dir nochmal vielen lieben Dank, ne, für diese tolle Arbeit. Echt, es ist mir jedes Mal eine Ehre, wenn ich diese Map spielen darf. Ich bin ja ganz ehrlich. Ja, wir müssen mal gucken. Ich muss gleich jetzt noch weiter pressen und dies und das machen. Ja, komm, machen wir den eben an. Kipp mal aus die Schose. Wie gesagt, es ist mir jedes Mal eine Ehre. Jetzt hat er wieder Trickprobleme, ne? Setz dich mal richtig hin. Ich habe wieder falsch geguckt, ne? Ist jedes Mal so. Ich habe ein anderes Spiel gespielt, dann ist das leider so. Das machen wir gleich. Ich wollte eben gucken. Das muss ich auch. Du bist fertig, ne? Oh, 5 Kilo nur noch drin. Ja, komm, fahren wir jetzt kalkulieren. Nur wie gesagt, es ist meine persönliche Meinung, dass diese beiden Maps das verdient haben. Und damit ihr seht, dass Svenny, der sagt das nicht nur so, habe ich es jetzt mit euch zusammen gemacht. Da kann auch keiner rummeckern oder so, ne? So ist meine Denkensweise dahinter. Obwohl, das lohnt noch gar nicht, ne? Den können wir jetzt leer machen, oder? Komm, wir machen den eben leer. Dann haben wir da auch keine Schmerzmittel, dann kalken wir jetzt. Was soll's. Das andere mache ich dann nachher fertig. Aber wie gesagt, Rehbach kommt jetzt nur noch einmal am Tag. Was heißt nur noch? Ja, Rehbach kommt einmal am Tag, ne? Hatte ich ja gesagt, solange wie die Rehbach nicht veröffentlicht war, damit ihr was zum Gucken habt und euch der Mund wässrig gemacht wird, habe ich dann halt 2 Folgen gemacht. Aber... jetzt kommt die Holzer-Map halt wieder mit rein, weil ich die einfach so gerne spiele. Die Frühling würde ich auch gerne wieder mit reinnehmen, aber da muss ich mir auch jetzt so wieder einen neuen Spielstand einrichten. Wenn man dann über einen Monat nicht gespielt hat, dann weiß er auch nicht, was Phase ist. Aber erstmal wollen wir auch noch so ein bisschen auf der Berg spielen. Deswegen muss ich mal gucken, wie ich das mache. Ich kann es euch nicht immer alles versprechen, weißt du, dann hätt ihr... genau, eben hier... Ne, die ist ja noch gar nicht fertig. Wir können aber die Kleine machen. Verspreche ich es euch und dann passiert es nicht. Ich werde das nach und nach machen. Aber wir werden bei 6 Videos am Tag bleiben. Alles, was drüber geht, ist zu viel für mich, wenn ich arbeiten gehe. Bin ich ganz ehrlich, dann habe ich nichts mehr vom Tag. Habe ich zwar so auch nicht mehr so viel, aber so kann ich dann auch mit leben. Ne? Der Pattische, der braucht ja auch sein Recht. Hier ist ja auch noch eine Bahn. Ja, ein Schickram.
Nee, das ist doof. Das ist doof. Schikram, Schikram, ne? Ja, so ist das. Wenn die nachmittags die Zeit ausgeht, dann bleiben auch mal Sachen liegen, ne? Das macht man dann immer alles schön schickifani am Wochenende zwischendurch fertig. Sagen wir, wie es ist. Aber ich bin gerade echt... Wir haben so viel Silage schon, dass ich ganz ehrlich noch nicht so weiß, wo wir mit dem ganzen Zeug bleiben. Guck mal, hier ist auch schon. Zweite Reihe. Deswegen, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ob ich noch alles da mit der Göwal machen soll. Klar kannst du einfach verklappern, das Zeug. Aber man muss ja auch mal alle... Wird zu weit aufgemacht, ne? Jetzt hier hinkriegen, ne? Schikram, Schikram, ne? Das hast du schon wieder intelligent hingekriegt, ne? Mann. Wenn es mal wieder schneller gehen muss. Kann man hier eigentlich auch einen Autoloader hinstellen? Stimmt, ne? Ist wahrscheinlich echt entspannter dann. Also, fährst du mir Streuer in Klump, ne? Nein. Dauert's natürlich. Klein Relive dauert's auch, aber. Wenn du die am Feld hinstellst, so. Einiges Blech, ne? Dann sind wir ordentlich mal Loco, du. Sagen wir, wie es ist. Aber. Ist eine coole Sache, ne? Ich bin da ganz ehrlich. Ich finde das schon cool mit der Göwal. Wenn ihr die Tasten dann auch richtig drückst, ne? Klappt das natürlich noch besser. Schikram. So, Rückwärtsgang reingekloppt, ne? Ich bin heute... Kennt ihr das? Es ist Wochenende und man ist fertig wie ein Brötchen. So einen Tag habe ich heute. Das dauert auch erst noch bis morgen, bis ich mich wieder akklimatisiert habe. Von der Arbeit. Eine ALDI waren wir auch schon, ne? So wie immer Samstag, damit der Pattische direkt was zu knabbern hat und so, weißt du? Aber da ist ja im Moment gar nichts los, Samstags. Zumindest da, wo wir einkaufen. Nicht los. Wie ausgestorben morgens. Als ob nichts los ist. Dabei ist ja morgen 1. Mai. Schön, ne? Soll ja auch mal warm werden und... Ach, weiß ich auch nicht. Kannst hier direkt grillen, wa? Grillerchen machen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ja einen Smoker, ne? Aber es lohnt sich nicht für zwei Leute den anzumachen. Ganz ehrlich. Die meiste Zeit, man grillt zu seinem Geburtstag und vielleicht noch zu Mamas Geburtstag und ansonsten steht das Ding da nur draußen rum, ne? Hast du so einen Smoker? Nutzen kaum. Obwohl ich ja sagen muss, ne, Würstchen kannst du da echt scheiße mit grillen, ne? Entschuldigung für das Wort, aber... Ach, die platzen sofort immer auf, ne? Aber Fleisch, Steak... Heiliges Blech, ne? Also, ganz ehrlich. So zart, wie du das da hinkriegst mit... Kriegst du es nicht mal in der Pfanne oder im Backofen. Das muss ich ja immer wieder sagen, ne? Ey.
Steak im Smoker? Gibt nichts Besseres. Was machen wir denn heute für ein Bild? Ich weiß es nicht. Machen wir das als Bild? Eigentlich müssten wir 3-5-Sterne-Bewertung die Folge nennen, aber das ist alles für überheblich. Will ich auch nicht. So, ab zum Comic. Ist ja auch noch eine Runde mit Heizen, ne? Jetzt sind auch so 10-Sterne-Schlepper, ne? Von Lars. Muss man ja sagen, wie es ist. Die dürften eigentlich in keinen Spielstand fehlen, ne? Oder? Ja, sicher. So, erst die kleine Wiese, haben wir gesagt, ne? Ja, unser Springpferd und unser Zuchthengst, ne? Jo. Pass mal auf, ey, die bringen richtig Schotter ein, ja. Mit Stock von Alles gehen. Wir können da noch vorne, ne? Ja. Einfach schön hier, ne? Oh, den Schub geben wir mal ordentlich. Wir wollen ja auch was schaffen. Ist sicher, wo wir was schaffen. Ich habe auch das neueste Map, die Mod-Up-Version mit reingenommen, ne? Kann sein, dass ich wahrscheinlich hätte einen neuen Spielstand anfangen müssen, damit ich das mir mumpel. Wenn ich nochmal neu anfangen würde, dann würde ich trotzdem den Hof im Dörfli nehmen. Und mit kleineren Schleppern, ne? So 844-Style finde ich genial. Muss ich ja ganz ehrlich sagen, der 844, der ist Premium mit dem 1455. Dann hast du im Dörfli alle, was du brauchst, am Schlepper. Sagen wir, wie es ist. Sag mal, Kollege, wer hat dich denn da geporkt? Mitten in Victor. Schon echt, der sieht richtig genial aus, oder? Sag mal. Ehrlich. Hier ist ja gar nicht mehr so viel. Und doch. 3 Bauern noch. 2 Wagen. Wenn wir Glück haben. Dann ist das auch Geschichte. 2 Wagen noch? Ja. Die Kaltbude kommt auch nicht mehr aus der Arbeit raus. Dann heißt es noch ein Drillerchen machen, ne? Müssen wir auch noch. Ganz wichtig. Können wir noch Weizen säen? Ja, wir können auch noch eine Fläche Raps säen, ne? So ist ja mehr. Das war reine Körperbeherrschung. Hast du gesehen, wie die Luft gerade raus wollte? Nee, nee, so geht das nicht. Also guck mal. Ein Wagen gleich noch, dann ist das erledigt. Dann mach ich jetzt gleich erst fertig. Kalkbude ihn ansetzen. Obwohl, das machen wir eben zusammen. Wiese kalken können wir auch zusammen ackern. Mach den dann fertig. Letzten Wagen. Nee, müssen wir jetzt zum Lohnerhof fahren dann. Und dann fahren wir alles noch zum Lohnerhof, machen Silage draus. Dann ist das ein Abwasch. Heu haben wir genug. Oh nee, wir sind ja gar nicht fertig mit Ladewagen fahren. Ah, hast du nicht gedacht, Svenny? Polling, die grauen Gehirnzellen kommen in Wallung, ne? Wir müssen ja auch noch Ladewagen hochfahren mit Heu. Schickra. Komm, dann machen wir da noch eben Silage an Lohnerhof von, ne, bei der Bohnenmesse und das andere fahre ich zum Hof im Vermenter und dann müssen wir den da noch Ladewagen fahren. Heiliges Blechle, echt. Wenn die Gehirnzellen ins Wochenende kommen, ne? Schickram, Schickram. Ja, das Mokvi.
Und dann habe ich auch jetzt mal die Schnauze voll von Ladebahn vorne, der Zecktiere. Habe ich auch keinen Bock mehr drauf. Sagen wir, wie es ist, ne? Aber egal. So, habe ich alles gesagt? Ich habe gesagt, die Holzer ist wieder mit drin. Die kommt um 10 Uhr. Rehmer bleibt auf 12 Uhr eine Folge. Frühling sollte eigentlich demnächst nochmal wieder mit reinkommen. Habe ich welchen Spielstand eingerichtet habe. Aber erstmal möchte ich noch ein bisschen auf dem Berg bleiben. Auch wenn mich das Ambiente dann nicht so anfixt. Deswegen kann es sein, dass wir dann ein kurzes Let's Play drauf machen. Ich weiß es noch nicht. Von den Steigungen her und so finde ich es ja total genial. Aber wenn du dich da ein bisschen auf der Map drauf bewegst und bist Kalle Standard gewohnt, dann ist es schwierig. Sagen wir, wie es ist. Und ansonsten ja, haben wir, glaube ich, erstmal alles gesagt. Ja. Dann würde ich erstmal sagen, danke fürs Zugucken bis hierher. Ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich ja echt über ein Däumchen freuen, bin ich ja ganz ehrlich. Und wenn es euch gefallen hat, hier auf dem Chaos-Kanal, und ihr wollt nichts mehr verpassen, wie der Sven hier in Schlangenlinie rückwärts fährt, dann würde ich mich echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!